Ich bin Larry Daly. Ich habe ein Bewerbungsgespräch bei Cecil Fredericks. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Vielen Dank. Ah, Teddy Roosevelt. Ja. Das war doch unser vierter Präsident, oder? 26. Dieser junge Mann will bei uns als Nachtwächter anfangen. Er sieht irgendwie bescheuert aus. Ich zeige Ihnen alles. Dies ist unser Diorama-Saal. Die kleinen Kerle kenne ich doch. Zur Linken unser Freund Attila der Hunne. Und in diesem Saal befinden sich die Säugetiere Afrikas. Der ist ja niedlich. Ein putzmunterer kleiner Fellbursche. Stimmt doch, Dexter. Nachts kann es hier mitunter ein bisschen unheimlich werden. Vielleicht lassen Sie hier und da ein paar Lichter an. Aber vor allen Dingen dürfen Sie auf gar keinen Fall irgendetwas hinein- oder hinauslassen. Hinaus? Alles in diesem Museum erwacht nachts zum Leben. Oh! Das ist wirklich voll der Hammer. Gibt es keine. Dies ist ein Museum. Ich kann ein derartiges Chaos hier nicht dulden. Ruhigen Nächte mehr. Feuer! Oh mein Gott. Kann ich die Schlüssel haben? Los, Jungs, befeuer das Dampfross. Verflixt und zugenäht. Komm doch heute mit zur Arbeit. Du wirst es nicht bereuen. Dafür sind 11,50 die Stunde entschieden zu wenig. Nachts im Museum. Jetzt auf DVD.